Ach ja, bei entspannender The Whisper. Das ist lauerlich. Bei entspannender. Jetzt komme ich nicht drauf, ja. Klasse 1, der Night of the Rebel Musik. Legen wir los, meine Freunde, legen wir los. Wieder einmal ein neues Wochenende. Herzlich willkommen zum 4.1.2014 bis zum 5.1.2015. Ne? Ja, ich habe eine Uhr unten. Wow, wie hochgradig intelligent. Ja, wir sind wieder hier. Ich kündige noch schnell die Aufnahme an für euch. Ach Gott. Hi Leute, ich nehme jetzt auf Gelle. So. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier so finden für heute. Ja, was steht heute an? Komm, wir nehmen uns mal so einen bewussten Sternziege. He who never. Oh mein Gott, jetzt geht's wieder ab. Ah ne, wir müssen ja. Hallo, hallo an YouTube. Hi Never. Hallo White. White ist auch gerade online gekommen. Da war dann immer einmal so ein, kommt immer gleich ein ganzes Deck mit für zwei Folgen. Wir müssen jetzt immer für zwei Folgen mitnehmen. Und hat mir letztes Mal deine Videos angesehen. Gute Arbeit. Hallo an alle und danke, White. So. Filme den Streit, aber ne. Was? Hi Sony. Was? Für einen Streit vor den Menschen. Gerade online gekommen und schon voll gespammt. Ja, okay, also damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play. Ja, in Wirklichkeit ist gerade Freitag und ich brauche die Aufnahme morgen. Und ach, Tusti ist auch online. Tusti. So. Du bist du Let's Player? Ich will irgendwas Lustiges sagen. Lustige Dinge sagen. Ja, okay, gut, das kam nicht so lustig, wie ich dachte. Ja, also, wir haben jetzt ein kleines Problem, und zwar erstmal Spinne. Durch das neue Texture Pack und den ganzen Mist, was jetzt hier kam, ist das jetzt natürlich hier alles anderes Holz. Und das müssen wir natürlich schnell ändern. Das ist dann natürlich auch hier anderes Holz. So. Wie heißt du auf YouTube? Na never, wie geht's dir so? Ebenfalls so. Hab mir letztes Mal gelesen. Hab's gelesen. Ich sag immer noch mal danke. Danke. Freut mich. Hat er bestimmt vorhin nicht gelesen, dass ich das ihm zurückgeschrieben habe. Nein. So. Wenn er sich das Video anguckt, dann hört das ja, dass ich ihm schon zurückgeschrieben hatte. Jetzt habe ich das D klein geschrieben. So, die Begrüßung vollendet. Beim nächsten Mal sollte ich das vielleicht machen, bevor ich die Aufnahme starte, sonst bin ich jedes Mal 5 Minuten damit beschäftigt, erstmal zu begrüßen. Und haben wir irgendwie solches Holz oder reise ich jetzt einfach nur vollkommen wahlkürlich? Du klingst älter als ich dachte. Boing. Ja, klasse. Das ist natürlich kein Cheat gegeben. Cheat-Chat. Befehl gewesen. Pem. Ist so viele Holzsorten, aber ich glaube, das war nicht die richtige. Gar nicht die richtige. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen wenig gebaut, deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, bauen wir jetzt mal wieder. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich das jetzt wirklich so sage und mache und wie ich mir das jetzt... Hallo? Achso. Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt wirklich so mache und ja. Also ich hatte ja eigentlich die Regel gesagt, dass Leute, die mit Let's Playen wollen, doch bitte mindestens 14 sind. Und ich hatte das jetzt ausprobiert. Und zwar hatte ich die Elfbong eingeladen, das wusste ich auch noch nicht, dass Elfbong ein weiblichen Geschlechtes ist. Liebe Leute, es tut mir leid, aber ich werde wirklich keine Leute unter 14 in die Aufnahme reinholen, weil es geht einfach nicht. Sollte schon ein gewisses Alter haben und ich habe einfach gemerkt, dass es einfach
nichts bringt, wenn man so junge Leute ins Let's Play mit reinholt. Es macht sicher viel Spaß, aber erstens, die Leute sind ja gar nicht, sind das Let's Play an sich gar nicht gewohnt oder halt dieses Reden und so. Man möchte ja doch schon ein bisschen unterhaltend wirken. Und es ist nicht schön gewesen. Ich habe die Aufnahme dann auch abgebrochen, ganz ehrlich, muss ich gestehen. Und sie gelöscht. Und deswegen nehme ich heute noch einmal die Aufnahme auf. Es tut mir leid, das ist jetzt kein keine Schimpfe an junge Leute oder so. Oder wie man auch es immer nennen möchte. Es ist einfach nur wirklich die Wahrheit, dass man sollte schon ein gewisses Alter haben. Und darum werde ich das auch wirklich jetzt durchziehen. Okay. Lag ich gar nicht? Nee, überhaupt nicht. Das liegt nicht an mir, ne? Mein PC läuft flüssig gerade. So. Ich wollte jetzt gerade Dings holen. Nee, ich wollte Bäume holen, genau. Ja, und da, so, das wollte ich jetzt mal ankündigen, also. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Es ist so wie es ist und ich werde das jetzt auch so durchziehen und ich hoffe, niemand ist mir böse deswegen. Wenn ja, könnt ihr mich in den Kommentaren. Was ist denn los jetzt? Hey, bin ich jetzt wieder hier? Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Ich komme leicht. Ach, hier ist das. Ich komme mir leicht verarscht vor gerade. Ach, haben wir es jetzt so. Okay, sehr schön. Ja, also manchmal weiß nicht. Manchmal liegt es echt am Server. Ich weiß auch nicht, was das ist. So. Nein, es liegt nicht immer am Spieler. Mein PC schafft nämlich Minecraft eigentlich locker. Solange ich nichts im Hintergrund offen habe. Und ich habe nichts im Hintergrund offen. Außer Steam, aber das habe ich ständig offen. So. Ja, genug der Schimpfe, Tralala und Freudera. Wir machen weiter im LP. Wir werden jetzt mal was bauen, weil wir die ganze Zeit unterwegs sind. Da kam jetzt so viel Neues auf uns zu, die neue Version, aber die erforschen wir auch gerade im Singleplayer, wer da mal reinschauen will, da sind wir ja gerade dabei gewesen. Also nee, das kommt jetzt nicht, aber das wird noch kommen, da haben wir dann einen Fichtenwald gesucht, die neue Art Fichtenwald haben wir da gesucht. War ganz interessant und unterhaltsam. Und da haben wir auch ein paar Grafikbugs entdeckt und so. Und ja, jetzt sind wir hier wieder. Und bauen ein bisschen was weiter, denn wir müssen hier auch mal zu Potte kommen, ne? Wir haben so ein riesen GS hier geschenkt bekommen. Und da müssen wir das natürlich auch nutzen. Und die Mieze hat ihr Zeug immer noch nicht geholt. Also ich habe sie bis jetzt noch nicht getroffen, weil ich momentan auch mal an die Leute, die mich das ständig fragen. Ja, ich bin momentan, abgesehen, wenn ich jetzt playe, nicht oft auf Magic Mind Online. Das hat zwei Gründe. Erstens ist man momentan nicht so danach, in meiner Freizeit in Massen Minecraft zu spielen. Ich habe da momentan andere Spiele, die ich spiele, zum Beispiel Assassin's Creed oder Skyrim spiele ich. Oder jetzt auch nicht mehr, aber das verrate ich noch nicht. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Oder halt anderes und darum ist es momentan so, dass ich Magic Mind nicht in meiner Freizeit spiele. Was aber nicht heißt, dass ich in die Let's Plays, bin ich ja trotzdem da, das heißt ich bin eigentlich 1 bis 2 mal wöchentlich online, also wenn sich Leute wundern, warum sie mich nicht selbst treffen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr gerade in dem Moment, wo ich gerade mal online bin, diese 1-2 Stunden wöchentlich nicht da seid. Ja. Das war der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass ich momentan auch sonst gar nicht so viel Zeit habe, wie das halt immer ist, ne? Das sage ich ja immer und es ist auch meistens immer so, weil ich bin ein Mensch, der gerne sein ganzes Leben von 0 bis 100 verplant. So. Ja, ich baue erstmal hier so ein bisschen den Wald weg hier, weil das haben wir ja nur gemacht, um ein bisschen Holz zu bekommen. Das haben wir eigentlich genug gerade. Habe ich auch gemerkt, wann ich angefangen habe aufzunehmen? Ne, wahrscheinlich nicht. Ich bin ja professioneller Spieler, Let's Player, deswegen habe ich mir das natürlich gemerkt. Ne? So ist das. So, hier noch ein paar Bäume. Bäume. So, nee, hier ist nichts mehr. Gut, dann bauen wir mal endlich am Haus weiter. Wir haben noch nicht ein einziges Haus stehen hier. Das ist echt unschön. So, dann bauen wir erstmal hier den Boden. Deswegen sind wir ja losgezogen. Da.
Konnte keine Ahnung, dass im nächsten Update gleich eine neue Holzsorte implementiert wird. Damit hat ja keiner gerechnet. So, hier kommt dann nachher, habe ich Leder? Ich habe doch vorhin Leder gesehen. Leder! Ach da, Leder. Habe ich sogar ziemlich viel. Und dann brauche ich... einen Rosenstrauch hatte ich gefunden. Aber ich suche gerade eigentlich... Zucker, ach, da habe ich, da, genau. Habe ich sonst noch irgendwo, da habe ich nichts. Und hier haben wir nochmal so viel nichts. Hey, wir haben gleich doppelt so viel nichts. Das ist ja spannend. So, es reizt mich jetzt natürlich auch immer, nachdem ich dieses Erlebnis in der Mine hatte, dass ich da so ein Haus gefunden habe, reizt es mich irgendwie immer wieder in die Mine reinzugehen und da zu schauen, ob vielleicht irgendjemand zufällig ein Haus gebaut hat mit Rohstoffen. Manchmal findet man noch was, aber meistens gar nicht so tolle Dinge. Blub, so. Dann jetzt hier Birkenholz, blub. Und so, und dann haben wir hier noch... Ja, müssen wir das mal so machen. Ey, Quatsch. So, Moment, dann haben wir hier noch irgendwo anderes Holz da. Fichte! So. Ja, keine Ahnung. Okay, das war's auch schon, mehr haben wir gar nicht. Und dann können wir endlich anfangen, uns unseren eigenen Zauberstand hier zu basteln. Dam. So, wie sieht's aus? Wir können verzaubern auf Stufe 14 maximal. Das sieht doch gut aus. Und dann nehme ich mein Schwert in die Hand noch und eine Diamantspitzhacke, die wir auch schon angebrochen haben. Und dann brauche ich noch ein bisschen Holz und Stein, und Stein haben wir auch noch. Und was ist das hier? Das kann auch bleiben, was ist. Ich glaube, das war das weg, was wir jetzt nicht brauchen zum Bauen. Schwarzeichenholz haben wir jetzt auch hier. Das möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht so vorwegnehmen, weil ich das im Let's Play gerne ausprobieren würde. Mit dem Schwarzeichenholz. So, Tropenholz haben wir noch, das haben wir noch. Wir geben uns mal nach oben. Der Chat ist gerade recht farbenfroh, muss ich gestehen. Da ist wirklich alles vorhanden. Und wir schauen mal, wir brauchen jetzt... Ups, hallo? Wir brauchen jetzt hier... Schwarzbandsicht. Und dann können wir im Endeffekt immer noch die Fenster reinhauen. Die Zombies brennen fröhlich vor sich hin. Und... Ja, da hinten brennt nicht. Ich frage mich auch nicht, warum manche Zombies noch nicht brennen, obwohl das Lichtlevel eigentlich dasselbe sein müsste. Was ich mitbekommen habe, ist, dass Zombies in Rüstung langsamer brennen. Ja, das habe ich gerafft, aber ansonsten habe ich noch nie verstanden. So. Dann müssen wir nochmal schauen, was wir mit dem gespendeten Materialien machen, die ich jetzt dabei habe. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Holz abhaken, aber wir haben ja genug Bäume noch stehen, das passt ja alles. Da ist ja nicht so schlimm, wenn wir machen ein bisschen Verschwendung mit Holz. Ja, weißt du Bescheid. So. Und so. Wunderschön. Was ist denn jetzt... Achso, das war mit Absicht hier, gell? Das war mit Absicht. Ja, okay, das war... Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt hier noch mehr Scheiße gebaut? Nee, aber okay. Hier fehlt irgendwie... Autsch, das haben wir. Jetzt nehme ich mal mit hoch hier. So, Moment. Und dann zimmern wir uns hier mal kurz ein paar von diesen Platten und hauen das hier rein. So, fertig. Ja, hier, das können wir so lassen. Das ist ganz okay. Hier müsste ich dann noch zwei Zäune so reinpacken hier. Bin ich anscheinend noch nicht dazu gekommen. Warum auch immer. Ich gucke gleich mal, ob ich unten noch was habe. Nicht, dass ich hier wieder Zäune an Zäunen bastel und dann habe ich unten noch. Keine Zäune. Keine Zäune. Und da habe ich Sticks. Gut. Sticks haben wir. Das heißt also, wir... Huch, hier fehlt noch. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Was ist denn das? Ich renne hier rum wie so ein Bekloppt, wie so ein Besoffener. So. So. Und da haben wir vier Zäune.
sollte eigentlich reichen. 1, 2, 3. Ja, reicht. Okay. Wunderschön, dann haben wir einen kleinen Balkon und können dann hier oben abschließen mit irgendwas. So, wie mache ich das jetzt hier? Ich könnte theoretisch hier mal irgendwie so ein bisschen Styling reinbringen in die Fenster. Keine Ahnung, ob das denn gut aussieht. Das sehen wir dann im Nachhinein. So. Machen wir das einfach der Wand einfach mal so hier. Ich meine, warum nicht? Minecraft ist ja zum Ausprobieren da. Gut, hier nicht. So, dann zimmern wir da mal unser Glas rein. Also was wären dünnere Wände wirklich schön, aber das gibt es ja leider in Minecraft noch nicht. Ich frage mich ernsthaft, warum sie in die Richtung da nichts tun bei Minecraft. Die machen so viel mit neuen Dings und so. Das sieht aber nicht schlecht aus, ne? Da ist es nach hier, das heißt hier machen wir es nach hier. Ich meine, die machen so viel in Minecraft, auch jetzt mit dem neuen Update 1.7 ist ja wirklich einiges dazu gekommen. Aber so, die so mal einfach so ein bisschen was ins Detail machen. Ich frage mich, warum sie das nicht tun. Vielleicht müssen sie da zu viel umändern, umschreiben. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus mit dem Programmierzeug so. Das ist nicht so mein Spezialgebiet. Aber da sollten sie wirklich mal wirklich was tun. Das wäre ganz cool. Cool. Und ich muss die Weihnachtsmusik dann demnächst mal wieder rauspacken. Aber wir haben ja momentan noch Weihnachten, darum passt das noch. Allgemein muss ich die Blätter jetzt mal ein bisschen erweitern. Aber jetzt, wo ich wieder mit Monetarisierung arbeite, ist das gar nicht so leicht, da man ja für alles auch die Rechte braucht. Manche Videos darf ich mich immer noch nicht mit Werbung ausstrahlen, weil ich dafür gar nicht die Rechte habe. Das ist gar nicht so einfach. Zumindest ist ein Riesenhaufen Schreibkram. Das ist ja gut, das ist eigentlich ziemlich einfache Seiten, nur ein Riesenhaufen Schreibkram. Und ich bin absolut nicht der Freund von vielen Schreibkram. Noch nie gewesen. Noch nie gewesen. Jetzt schauen wir mal hier unten lang, was hier so liegt. Holz. Wer hätte es gedacht, hier unten liegt Holz? Oh mein Gott. Nein. So. Dann hier. Fenster alle dicht. Blub. 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 Schabab. Schabib. Schabab. Ching. Shang. Shong. Und dann geht's hier rüber. Ach, guck das mal an hier. Jetzt ist es nur noch halb. Das haben sie also auch geändert. Okay. Aha. Das ist nicht schlecht. Also jetzt nicht unbedingt positiv oder negativ, aber es ist auf jeden Fall neu. Nehmen wir es neu. Neu. So, habe ich denn hier noch was? Sand, Glas oder Scheibe? Sand, Glas oder Scheibe? Ich habe gar nichts mehr. Ach du Scheiße. Müssen wir demnächst los und uns diese Glas holen, ne? So, wie machst du das jetzt hier? Hier oben drüber soll ja natürlich dann, glaube ich, gleich ein Dach kommen. So viel brauche ich dann eigentlich nicht an Stockwerken. Ich könnte maximal eventuell noch einen Turm drauf bauen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Gebäude so gut aussehen würde. Dann gucke ich mal ganz kurz hier rüber. Nee, das war mal. Kommt ein schönes Dach drauf und dann hat sich die Sache. Da würde ich als Umrandung Stein vorschlagen, da wir davon viel haben. Das ist der einzigste Grund. So. Plupp. Und als... Ja. Rahmen nehmen wir das da. Tim. So. Sie verarschen. So. Und als richtiges Holz für das Dach würde ich sogar den Tropenbaum vorschlagen, obwohl ich da das Gefühl habe, dass wir da wahrscheinlich nochmal losmachen müssen dann, um Zeug zu sammeln, aber das soll mich nicht stören.
Wir probieren es einfach erstmal. So. Gut. Dann gehen wir mal hoch. Ich baue hier mal... hier mit so den Treppen hoch. So, wie bauen wir das Dach? Wie bauen wir das Dach? Ich weiß nicht, mache ich ein Sch... Ich will es gar nicht so groß eigentlich machen. Ich könnte ein Flachdach mal probieren. Ich habe noch nie ein Flachdach gemacht. Es würde auf jeden Fall zu meinem Witzen passen. Also von daher ist es schon mal, ist schon mal ein Vorteil, ne? So. So, dann probieren wir das einfach mal. Ich weiß nicht, wie das, wie, ob die das endet jetzt so. Das sehen wir gleich. Ich glaube, das wird so amerikanisch leicht. Ich weiß nicht, wo ich die... Es kam mir gerade so in den Kopf geschossen, die Idee. Ich glaube, das ist leicht amerikanisch, was ich vorhabe zu bauen jetzt. Ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Ja. Klasse. Autsch. Ah, da dann wieder nach oben. So. Ja. Ja, aufgesammelt noch. Wunderprächtig. Da macht man einen Fehler, siegt ihn ein und macht er gleich nochmal. Das ist. So, das nennt man dann aus Fehlern lernen. Sollte ihr auf jeden Fall auch nicht so machen. So. Mist. Ich lasse das mal ganz kurz so. Das können wir dann später immer noch ein wenig verändern. Zu besseren will man hoffen, man weiß es aber noch nicht. So. Ups. Ups. Zammer, ups. So, okay. Da, Alter, da wäre von wegen hier, ja, müssen wir eventuell nochmal los und ein bisschen Holz holen, ja, schon klar. Laben wir mal weiter, Stuss. Übrigens, keine Angst, ich habe nicht vergessen, dass wir umranden wollen, also dass wir einen Steinrand machen wollen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen unrealistisch für ein Dach ist, also für, zumindest für ein Dach, das eigentlich aus Holz besteht. Aber wir machen noch eine Schicht davor. So war das jetzt eigentlich geplant. Ob das gut aussieht, ist dann die weitere Frage, ne? Aber eigentlich war es vorläufig erstmal so geplant. So. Das war der Plan, Bob. Und wer hat's erkannt? Von wem ist das? Von wem ist das? Ja. Das war jetzt auch, kam ich vorhin nach Hause. Da hatte jemand unter die, eine gewisse Angelina oder so. Hatte unter meine Neujahresrede, oder Endjahresrede eigentlich, ist ja kein Neujahres, war ja eigentlich eine Endjahresrede, er hatte drunter geschrieben, dass ich die dir vom Gronkh geklaut habe. Irgendwie zu dem Zeitpunkt war auch meine, ich konnte auf die Frage, ich weiß nicht, ob es direkt komplett gesperrt war, aber ich konnte auf jeden Fall auf die Frage nicht direkt antworten, sondern ich musste darunter schreiben. Ja, da hatte ich eigentlich, zumindest war mir das so im Gedächtnis, falls das doch nicht so sein sollte, dann habe ich einen ganz großen Fehler gemacht. Aber eigentlich hatte ich im Gedächtnis, dass ich angekündigt hatte am Anfang des Specials, dass ich die Idee von diesem Special von Gronkh übernommen habe. Eigentlich so wäre mir, habe ich das so angekündigt. Es stimmt natürlich, dass das in... dem Sinne vom Gronkh abstammt. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, erstens, wenn ich das mache, also wenn ich mir das von Gronkh hole, was ja auch der Fall war, dann ist das erstens, weil ich die Idee gut fand, was erstens ein Lob für ihn ist. Zweitens habe ich das natürlich anders ausgebaut als er, hat das natürlich, er erzählt sowas natürlich eher aus privater Sicht und gibt den Menschen damit noch etwas auf den Weg für das neue Jahr. So tiefgründig mache ich das jetzt nicht. Ich bin da eher so der... Ja, was ist passiert? Also eigentlich habe ich nur einen Zeitstrahl erzählt, wenn man das so möchte. Die Ursprungsidee war wirklich von Gronkh, ja, das stimmt. Aber ich meine ganz ehrlich,
einen zu erzählen, was im Laufe des Jahres auf seinem Kanal passiert ist. Das kommt bestimmt nicht nur von Gronkh. Das haben bestimmt schon Millionen andere vor ihm gemacht oder nach ihm oder vor ihm, vielleicht nicht über Let's Play, aber allgemein so. Und deswegen ist Clown, glaube ich, der falsche Ausdruck für sowas. Wenn es doch so sein soll, dann ja, das weiß nicht. Ich bekenne mich schuldig. Nein. Ach ja, naja. So. Wie jetzt ist die interessante Frage. Ich glaube, ich mache das so. Ich muss ja irgendwie noch an die an das nächste rankommen. Aua. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen Erde. Oder reicht das so vielleicht sogar schon? Es reicht so sogar schon. Wir machen keinen, nee, wir machen keinen Stein aus dem Ring. Das reicht, sieht eigentlich ganz gut sogar so schon aus. Und ich brauche, glaube ich, sogar gar nicht mehr Holz. Liebe Leute, ich brauche, glaube ich, gar nicht mehr Holz. Ich brauche, vielleicht brauche ich doch 3 Stück noch oder so. Das wäre natürlich extrem doof jetzt, ne? Ah, ja, ja, ein bisschen brauche ich noch. Okay, gut. Ja, gut, ein bisschen brauche ich noch. Und zwar, dann packe ich nämlich das da komplett weg. So, dann packe ich nämlich den hier, ja. Und dann geht es nämlich hier gleich los. Dann machen wir nämlich hier ein Flachdach drauf. Weil mehr brauchen wir ja auch nicht. Das soll ja wirklich so... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich auch noch aus Amerikanisch... Aus irgendwas Amerikanischen habe ich das genommen. Die Idee gerade. Das ist mir gerade so in den Kopf gesprungen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wo ich es her habe. Keine Ahnung. Hast du bestimmt mal Gronkh geklaut? Nein, habe ich nicht. So. Was fand ich, aber jetzt mal so zum Thema Gronkh, Endjahresrede, da wir einmal dabei sind, fand ich schade, dass er es dieses Jahr nicht geschafft hat. Und meine Grüße an ihn und meine Gesundheitswünsche, da er ja momentan, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zu dem Zeitpunkt des 31. so habe ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, lag er ja im Bett. Flach. Also nicht ausgeruht, sondern flach. Deswegen meine gesundheitlichen Wünsche an dich. Ich hoffe, du kommst schnell wieder auf die Beine. So. Auch mal das in dieser Sache. Hier so. Er guckt sich dieses Let's Play zwar nie im Leben an. Aber egal. So. Wie sind wir eigentlich schon dabei jetzt? 30 Minuten nehmen wir jetzt schon auf. Oh mein Gott. 30 Minuten. Okay, vergeht gar nicht die Zeit so. Ich komme mir gerade so vor, als wenn ich überhaupt nicht die Zeit vergehen würde.